Gemäß das Licht, desto überzeugt davon, dass die Worte der gelben Spinne, und die gelbe Spinne scheint das Tai Chi, das Kung Fu des Tai Chi zu sein. Oder umgekehrt. Nee, das muss man noch komplizierter sagen, in vier Sätze geteilt, in zwei Worten. Wenn ich das noch schaffe, bringe ich die Form auf Film raus. Wenn der Buddha aus kultureller Nationalitätseitelkeit uns nicht bis dahin das Genick gebrochen hat. Denn in unser Netz der gelben Spinne kommt er nicht. Da können wir dann als Bettler an der Straße stehen und schreien. Drinnen macht er einen unmöglich. Dann stellt er die Bedingungen. Die Bedingungen liest er von anderen ab. Seine eigenen Bäume kriegen auch die schlechtesten Bedingungen. Und für einen, wie es gut geht, zieht er als Allerherrlichster ab. Die spiegelische Gesellschaft war schon immer so ein Hexenkessel. Xiao Taro Sima. Si Teng Kong Sao Ji Shihai. Das ist so typisch gelbe Spinne. Im Großen ausscheren in 12er Reihe und nach dem Guten gucken. Im Kleinen dicht zusammenstehen, das Schwert um den Einziehen, in 12er Reihe in 6er Erscheinung. Um den Herrn sprechen zu lassen. Also klein ist die gelbe Spinne gefährlich und groß ist sie gutmütig. Das entspricht auch dem alten Volksaberglauben von Xin Yi Tai, dass er gefährlich unsere Religion ist.